Yes. Opponents can't hit you. No. Bö, bö, bö. Bö, Player one. Hiya. So, wir sind der Börs. Ibims der Börs. Und ich kann ja. Hiya. Ha. Und das ist der Typ, den Matze damals gespielt hat. Der ist eigentlich regulär ein Gegner. Ja. Oh, ich liebe dieses Spiel. Tatsächlich. Das ist eins der coolsten Erfahrungen damals gewesen. Das Spiel ist ja älter als ich. Das ist aus 83. Und es wirkt doch von der Grafik her wirklich eher wie so ein Atari 2600 Spiel. Also wirklich noch vor C64 Zeiten. Alter, ich habe ihn weggetreten, er bleibt einfach in der Luft stehen. Das ist ja unglaublich. Hiya! Ja! Haha! Fette Sumo-Ringer. Der dumme grüne Gegner. Der war einfach der Beste. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Wow, ich weiß nur, dass ich den einen Typen mit einem Kick gerade besiege. Oh Gott. Hier! Hier! Ha! Ha! Man kann förmlich die Muttermale des Charakters sehen. Wirklich detailgetreu, ja? Ne? Finde ich auch. Oh, habe ich da was vergessen? Den muss ich natürlich noch mitnehmen hier. Diese ganzen Dinger soll ich natürlich schon einsammeln. Gott, die Steuerung. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Hiya! 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 Ich kann so schön rumspringen hier. Oh Gott, da sind wieder die Gegner. Holy hey, ho, ho. Hey, Last Ninja, du hast keine Chance gegen mich, auch wenn meine Tritte durch dich hindurchgehen. Hier, diesen fetten grünen Marshmallow treffen sie. Ah, Sprite-Flackern. Das gibt's heute nicht mehr. Ich vermisse Sprite-Flackern. Das war das Coolste an alten Videospielen damals. Yay! Ob Burst Lee ist eigentlich. Ich muss das jetzt einfach so nennen. Bursley ist einfach eine richtig coole Idee für heute Abend. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt ganz durchspielen werden. Eigentlich dauert es ja nicht lang. Aber da gibt es ja ein paar Stellen, die mich wahnsinnig machen. Aber zumindest mal kurz. Zumindest mal eine kurze Runde Bursley. Das hat was. Hier! Der alten Zeiten willen. Der alten Kokosnuss willen. Mit der Spiele Hoppler brauchen wir mindestens 4 Gegner. Ja, natürlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Jetzt muss ich mal überlegen. Da geht's nämlich schon los. Oh, habt ihr das ge Oh, wie wir uns gegenseitig getroffen haben hier gerade. Irgendwas fehlt noch. Kokosnuss ist also alt. Ja, älter als sie selber denkt. Okay, wir müssen nochmal hier zurück. Fürchte ich. Ah, genau, hier. Hier unten ging es jetzt rein. Hier öffnet sich der Weg. Yay! Ui. Gü. Au. Hat er mich getötet? Ha, Pisser. Hiya. So, gleich taucht. Ja, er taucht wieder auf. Hua.
Warum eigentlich? Wieso taucht er hier dauernd auf? Was soll denn das? Ich hab's gewusst. Oh. Hui, ja. Oh. Oh. Oh Gott. Was war das für ein Goblin gerade? Jackie Chan hatte auch ein eigenes Spiel. Stimmt. Es gibt auch noch ein weiteres Bruce Lee-Spiel, was schrecklich ist. Es gibt von dem Film Dragon, die Bruce Lee-Story, gibt es auch ein Super Nintendo-Spiel. Boah, ist das. Das ist so unfassbar grottig. Das ist wirklich. Au. Das ist wirklich der Gipfel der Grottigkeit. Also wirklich knapp im Messen hier. Hier noch einsammeln. Und dann können wir hier rein. War das Mega Drive? Es kann auch Mega Drive gewesen sein. Stimmt. Stimmt. Kann auch Mega Drive gewesen sein. Muss nicht Super Nintendo gewesen sein. Dragon Deep Bruce Lee Story. Hat er nicht so. Ich weiß, hat er Angry Video Game Nerd nicht sogar was dazu gemacht? Weil das Spiel ist eigentlich dazu prädestiniert. Da hat er bestimmt was zu gemacht. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Also wenn er dazu noch nichts gemacht hat, dann fehlt ihm definitiv was. Lustig, wie er da kleben bleibt. Wie so ein Fliegenfänger einfach. Das ist super. Zumal er auch noch so leicht fliegenmäßig aussieht. Ach ja. SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Das haben mir tatsächlich schon mehrere empfohlen. Tatsächlich. Das ist kein Witz. Das wurde mir schon sehr, sehr oft vorgeschlagen. Ja, toll. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ich komme nie wieder runter. Ich muss sterben. Ja. Wow. Muss der Hammer gucken, ob der Angry Video Game Nerd was dazu gemacht hat. Muss er eigentlich. Oh, gerade laggt's wieder. Ich warte mal kurz. Noch geben wir nicht auf. Hua! Au! Wie gnadenlos dieses Spiel ist. Oh nein! Und au. Au. So, ich hoffe, gerade läuft es wieder ein bisschen besser. Aber es schwankt schon echt sehr, sehr stark. Lags, nein, das ist für damalige Verhältnisse eine völlig normale Framerate. Stimmt, ein FPS oder alle zwei Frames per 2 seconds, genau. Was ist das für eine scheiß Grafik? Spiel was Besseres. Warum spiele ich eigentlich nicht Call of Duty? Ich spiele stattdessen Call of Bursley. Slow Mohawk. Oh je. Der Fette versucht da jetzt echt hochzuklettern, das schafft er doch eh nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist zu viel Sport für ihn. Oh, das wird nicht gut. Ich hab's gewusst. Ganz schlechtes Timing.
Hauptsache, es läuft wieder. Jetzt hoffentlich länger als 2, 3 Minuten noch. Oh, und da geht es schon wieder runter, wo ich dir gerade in dem Moment, wo ich das gesagt habe. Okay. Oh, boah. Das hat gereicht. Hi, ja. Macht ihr hier? Au. Das ist wohl sehr elektrisch gewesen, was da gerade passiert ist. Boah, elektrisch, vielleicht war es auch eine Explosion. Vielleicht ist das irgendwie eine Mine. Aber für mich sieht das aus, als wäre das irgendwie so ein Kabel, was Funken sprüht, wenn man drüber läuft. Berührt er sich kaum bewegt in der Webcam. Da meint man, das Bild ist eingefroren. Tja. Es gibt Streamer, die zappeln die ganze Zeit rum, ne? Ich glaube, da bin ich nicht so der. Ich achte ja nicht so auf mich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mich so vor der Kamera gebe. Ich gucke mir auch meistens die Stream-Aufzeichnungen nicht nochmal an. Insofern keine Ahnung. Irgendwie tut mir der grüne Typ leid. Mir nicht. Außer wenn Matze ihn spielt. Das war auch richtig cool. Das Let's Play mit Matze. Was wir auch wirklich in Anlehnung daran gemacht haben, dass wir schon Bubble Bobble auf dem C64 zusammengezockt haben und dann als nächstes Bruce Lee. Das war großartig. Das hat auch viel Spaß gemacht. Werde ich auch nie vergessen. Wie sie einfach immer ins Kabel reinkick. Kabel vor allem, ja genau. Einfach schön in die Explosion reinkicken. Haha! Haha! Oh my, Wamu, Schindel. Oh, das Steam-Profilbild. Der Angry German Impact, ja. Jetzt habe ich da oben den Diamanten verpasst. Ja, deswegen sterbe ich auch direkt, das war so beabsichtigt. Au. Wir legen uns mal kurz hin. Ab und zu muss man auch mal Pause machen. Kommando Livia. Stimmt, da war was, ja. Das habe ich, glaube ich, nie selber gespielt. Ich weiß es gar nicht. Es gab ja zig dieser Spiele in dieser Art und Weise. Ich glaube, Kommando Livia habe ich nicht gespielt. Oh, jetzt bin ich hier. Super. Und. Au. Ich finde es aber gut, dass man nicht so rumzappelt. Kann ich besser haben, als wenn man sich die ganze Zeit bewegt und dadurch dauernd ablenkt. Das finde ich auch. Definitiv. Der Bruce! Er springt! Da muss ich mitspringen! Komm, hops, hops! Ja. Au. Was habe ich davon? Ibims, der Bruce. Oh, was? Wie mache ich denn das? Ah. Oh nein. Au. Dafür macht er Headsets kaputt. Ja, das ist richtig. Rüdiger skeptisch. Oh mein Gott, das muss ich mir kurz angucken. Oh ja, das sieht wirklich sehr skeptisch aus. Gut. ja. So, ja, ich prall da andauernd wieder von ab. Wie mache ich denn das? Sind das jetzt für eigenartige Geräusche? Dieses Spiel ist doch wirklich abgespackt. Na toll. Also ich glaube, ich kann das so gar nicht machen. Ich glaube, ich muss nach links weiter. Okay.
Kann es auch Rock'n'Wrestle für den C64? Was ich auf jeden Fall jetzt noch spielen will für den C64 irgendwann. Im Moment ist es mir mit 20 € noch ein bisschen zu teuer, wobei das ist kein Cent zu teuer, möchte ich an der Stelle mal sagen, weil da steckt wirklich viel Arbeit drin, auf dem C64 noch Spiele zu entwickeln. Sam's Journey ist etwas, was ich auf jeden Fall noch zocken will irgendwann, was ich mir auch irgendwann mal leisten werde. Ich finde es toll, dass immer noch Leute sich dran machen und Spiele für C64 entwickeln. Nach all diesen Jahrzehnten. Au. Ich glaub's ja nicht. Jetzt muss ich schon wieder hin. Oh mein Gott. Wieso? Oh, Herr Krone. Scheiß Grafik, Zwinker-Smiley, Zwinker-Smiley, Zwinker-Smiley. Der Herr Krone, Dankeschön. Ja, tut mir leid, es wurde nicht eingeblendet, weil ich das C64-Fenster über das Tippy-Fenster gezogen habe. Mein Fehler. So, aber wenigstens kommen die Spenden wieder an, das ist auch wichtig. Au. Stimmt, an der Stelle durfte ich nicht stehen bleiben. Bald kommt der Mini C64, da freue ich mich drauf. Auch wenn viele, viele Klassiker fehlen, leider. Was wirklich ein bisschen schade ist. Ach Gott, warum mache ich das hier überhaupt? Ich könnte jetzt einen Snapshot machen. Einen Quick Snapshot, so. Aber vielleicht schaffe ich es auch so. Hier. Oh, tatsächlich. Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Ist der da oben jetzt explodiert? Tatsächlich? Er ist schon wieder explodiert. Warum macht er das? Er ist ein Lemming. Ich glaube, das da oben ist ein. Das ist kein Ninja, das ist ein Lemming. Unfassbar. Ah, ja, verstehe. Und jetzt ist hier auf. Okay. Oh, gerade laggt's wieder. Aber solange das nur hin und wieder ist, sage ich ganz ehrlich, kann man sich das doch geben, oder? Au. Aber es schwankt schon echt übel heute Abend, die Leitung. Die ist nicht in Bestform, aber es ist zumindest so, dass man halbwegs streamen kann. So, gehen wir mal hier hoch. Sonst kann hier nichts passieren. Hoffe ich jedenfalls. Los, Burs, kletter um dein Leben. Oh Gott. Jetzt ist da links auch was aufgegangen. Da rechts meine ich. Ist nur kurz, immer ein bisschen. Ja, das ist auch gut so. So, okay, weiter geht's. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Komm, Burst, kletter. Kletter, du musst leben, Burst, du musst leben. Burst. Oh Gott. Burs. Ich habe gesagt, du musst leben, nicht du musst sterben. Ja. Oh je. Ich genieße bei den Streams sowieso immer nur das Gelaber. Die Spiele sind meist Nebensache. Es kommt immer darauf an, was gespielt wird, ja. Wenn es mir so gar nicht auf die Person ankommen würde, der ich beim Stream zugucken würde. Weiß nicht. Ich finde, dann könnte ich auch. Da hätte ich auch keinen Grund, mir dabei zuzusehen, wie jemand irgendwas spielt, sondern dann würde ich es selber spielen.
Ich finde schon, dass das Streams und Let's Plays auf jeden Fall. Das Schöne daran ist die Personality, die eingebracht wird. Und das sollte auch der Hauptfokus sein. Deswegen schaue ich mir auch grundsätzlich wirklich nur Leute an, wo ich den Kommentarstil auch angenehm finde. Und gehe dann nicht irgendwie nach dem Spiel. Was die Leute spielen. So. Ja, und der Weg da oben ist frei. Oh Gott, das wird jetzt eine Kletterei hier. Ja, wir sind doch schon weit gekommen bei Bursley. Darf ich sagen, dass das Spiel doof ist? Nein. Nee, wir müssen es auch nicht ganz durchspielen, wie gesagt. Wir können auch gerne gleich wieder aufhören. Wuhu! Dann können wir vielleicht wirklich noch Alex Kidd oder sowas machen. Was macht ihr jetzt? Ihr klettert so ein bisschen, okay. Hiya! Du hast deinen Ninja-Freund gerade getötet. Schäm dich. Das Schlimmste sind die Streams, wo die Kommentare wie ein Wasserfall herunterfließen und der Streamer nur mit Geldgebern interagiert. Ach so, du hast noch nicht gespendet? Entschuldigung, dann ignoriere ich dich kurz. Haku irgendwer. Ja, toll, jetzt hängen wir hier fest. Hey Jungs, na kommt, wollen wir hier ein bisschen abhängen? Oh Gott, ja, wenigstens folgen Sie mir. Wie mache ich das jetzt? Au. Beinahe hätte er. Ja, jetzt haben sie den You Killed Me gemacht. Aber wie komme ich denn? Ich kann ja gar nicht rüberspringen. Wie kam ich denn nochmal darüber? Konnte ich ja so gar nicht. Wie ging denn das nochmal? Aber vielleicht lassen wir es dann doch an der Stelle erstmal gut sein. Und gut gezeigt haben wir es ja. nochmal ein kurzer Rückblick auf Bursley. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal was vorschlagen. Dann gucken wir nochmal. Oh oh, gleich bin ich wieder bei meinen Kumpels. Aua! Hey, das ist unfair, mich hier in dem Fliegenfänger hier zu schlagen. Jetzt wollt ihr doch nur wieder Party machen, ne? Das hat euch Spaß gemacht. Oh, du machst lieber Selbstmord. Hat er mir gerade gezeigt, wie es weitergeht? Ist er da gerade hochgerannt? Pokémon Snap. Pokémon Snap ist eigentlich eine coole Idee. Pokémon Snap finde ich persönlich ist ein ziemlich lustiger Vorschlag. Ja, Tatsache, hier ging's hoch. Hier ging's hoch. Ja. Richtig. Was kletterst du eigentlich hoch? Na, Pixel. Das ist, nee, ich finde, das ist ein Fliegenfänger. Für mich ist das ein Fliegenfänger, den ich hochkletter. Also Pokémon Snap finde ich jetzt Vorschlag ziemlich gut. Wenn dagegen keine Einwände sind, können wir das machen. Ihr könnt aber auch gerne noch weitere vorschlagen. Wirklich viele Vorschläge kamen mir jetzt gerade noch nicht. PC Engine Ease. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch eine Let's Show von machen, von Ease. Generell Master System und PC Engine und die beiden vielleicht so ein bisschen miteinander vergleichen. Weil das ist ja beides der erste Teil, nur ist das auf PC Engine, ist ja glaube ich ein Remake davon. Pokémon Stadium Minispiele, ja, hat auch was. Wonder Boy 3, Monster Lair.
In der Mega Drive-Version ist auch mal interessant. Ja. Okay. Okay. Gut, Andy findet es jetzt ein bisschen langweilig. Der Rest scheint jetzt kein großes Problem zu haben oder scheint sich zu enthalten. Weil ich glaube, so als nette, kleine, entspannende Runde kann man eigentlich ruhig mal Pokémon Snap spielen. Ja, können wir eigentlich machen. Okay, dann machen wir das. Ach ja. Supersonic Fishing. Genau. Jo, dann gucke ich mal kurz, dass ich die ROM raushaue irgendwo. Hier, da, irgendwo habe ich sie. Die habe ich auf jeden Fall, weil bei einem Konsolenfalke-Beitrag hatte ich nämlich die ROM. Beim 20 Jahre Pokémon-Special. Okay, klappt. So, wunderbar. Nö, ich finde es super, alles klar. Oder ein paar Videos von den Zuschauern. Ja, jetzt doch noch nicht. Wormser Leitungswasser mit 3, wie war das? 1,3% Kalk oder 0,3%? Ich hab's vergessen. Man kann hilflose Tiere mit Äpfeln bewerfen. Bestes Spiel. Ja, probieren wir es doch einfach mal. Bisschen leise. So ein bisschen lauter. Ach ja. Go to hell. Jack. Jacke und Bohnen. Slaps and Beans. Hallo, Frisk. Du hast genauso einen gestreiften Pullover. Alles am Wormser Leitungswasser. Oh mein Gott, du hast es nicht geschafft, ein Mew zu fotografieren. Schwächling. Todd, genau. Wo ist eigentlich Rod? Die schöne N64-Matsche-Grafik. Na nee. Danke für den Follow, mein Linus. Das wird mich jetzt noch öfter kriegen. Dieses Nani. Pokémon Snap. Ewig nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob es noch hinhaut. Drücke Start. Ja, passt. Fotografenausweis. Wie nennen wir mich denn? Komm, nennen wir uns Nanny. Hallo. Ich bin Professor Eich. Ich bin Pokémon-Experte. Ich habe dich wegen meines Pokémon-Reports eingeladen. Ich möchte, dass du für meinen Pokémon-Report Fotos von Pokémon machst. Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Das hier
ist das Zero One Mobil, F-Zero. Damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero, Zero One Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese Infos wiederholen? Ja, sicher. Ich habe dich wegen meiner... Ja. Gut. Auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich. Nanni? Gut, Strecke wählen. Oh, da haben wir richtig viel zur Auswahl. Noch 30 Minuten, dann bist du schon 31. Sag doch sowas nicht. Ich will nicht auf Ü30-Partys gehen. Oh Mann. Naja, es gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Oh, guck mal. Hooray! Habe ich den Mauszeiger die ganze Zeit im Bild? Hallo? Ah, so war das, genau. So musste ich das machen, genau. Hey, Smetbo, hör mal auf, mir nur deinen Rücken zu zeigen. So. Hallo Smetbo, oh, zwei Smetbos. Vielleicht kriege ich euch bei der Paarung. Hallo Relaxo. Das war doch ein schönes Bild jetzt. Bilder machen, gutes Spiel. Mauzi, alte Sagge. So, wir kriegen sie alle. Godda fotografiere them all. So kriegen wir sie bei einer schönen Gelegenheit. Immer nur Smetbo. Rennst du jetzt ins Meer? Tu's nicht, Mauzi, tu's nicht! Oh, Lapras! Astolo, mach ein Foto. Ah, der Stress. Eigentlich ist das voll das stressige Spiel. Ich weiß gar nicht, was die Leute so langweilig daran finden. Oh, das war super. In your face. Ja, komm her. Das war auch gut. Okangama. Komm, zeig dich. Ah, da habe ich Lapras verpasst. Kannst du die mal bitte umdrehen? Wer weiß, was ich jetzt wegen dir alles verpasst habe. Zum Beispiel hier, diese netten Hinterteile von Taubsi. Mach ein Foto von unserem Essen, ja. Das teile ich dann auf Instagram. Gut. Warte mal kurz. Na gut. 25 Bilder wurden gemacht. Von Pikachu wurde ein Bild gemacht. Na komm, das zeigen wir mal. Oh, habe ich da gerade Grafikfehler? Ja, toll. Das ist voll die gute Kamera.
Ah, so macht das natürlich keinen Spaß, wenn ich mir die Fotos, die ich geknipst habe, jetzt nicht ansehen kann. Das ist natürlich jetzt ziemlich doof. Jo, ich werd bekloppt, die Zwiebelsense ist da. Wow. Ja, so ist das natürlich jetzt doof. So brauchen wir gar nicht weiterspielen. Weil ich will mir die Fotos dann natürlich auch ansehen. Das kommt davon, wenn man das Spiel auf dem Emulator spielt, das stimmt. Wenn wir schon Fotos machen, dann richtig. Wartet mal. Wo hab ich's denn? Wenn Fotos, dann richtig. Juhu! Ja. Deutsch. So. Birdman intensifies. Ja, wir machen mal kurz die drei Testmissionen hier. Das geht ja eigentlich relativ fix. Und dann machen wir nochmal Birdman-Modus mit Fotografieren. Komm, das passt doch jetzt. Das passt doch jetzt zu diesem Retro-Stream. Ach, Pilot Wings. Man muss es lieben. Roar. Roland. Deutschland. Pilotenflügel 64. Ein schönes Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Funk hat es auch letztens gestreamt und es war so schön. Es war so schön, dass er es gestreamt hat. Ach ja. War ein bisschen unsanft. Hey, schön. Ja. Cool. Komm, das muss man sich in Zeitlupe mal angucken. Du bist mal nicht zu spät. Noch nicht, nee. Noch sind wir mit dabei. Das ist prima. Via Colonia oder so ähnlich. Aber nie mit Matze aufnehmen. Ja, es tut mir leid. GG easy. Also wir haben Golden X2 heute ohne Save States geschafft. Sogar der Landesstil war jetzt perfekt. Ich glaube heute Abend ist ein guter Abend. Entschuldigt. Ich muss gerade mal das... Wieso wird das jetzt immer schwarz? Ich will doch die Seitenränder ein bisschen weg haben. Ist egal, lassen wir jetzt mal so. Wann speedrunst du mal Pilot Wings? Oh Gott. Ja, hier, das, was wir machen, Beginner-Rap, hier Perfect Score Hunt, das ist ja eigentlich das, was man Pilot Wings machen sollte. Also wirklich zu versuchen, überall 100 Punkte zu bekommen, das ist die wahre Challenge bei diesem Spiel. Meine Name war ja durchwachsen, aber Training geil, aber Kopf, aua. Ja, komm, dann wollen wir dir helfen. Jetzt noch ein bisschen zu entspannen, deswegen nehmen wir Hiya, Mann. Ja, das ist doch gut für deine Kopfschmerzen. Hiya hilft doch gegen alle Kopfschmerzen dieser Welt. Juhu! Ballon! Ballon. Hängende Glieder. Genau, das heißt Hanglider. Mischief Makers ist sehr... Ja, stimmt, das macht Funk auch im Moment. Das ist auch total witzig. Leider ist das Spiel schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte es mir
weiß gar nicht, vor 2 Jahren auf der Retro-Börse geholt. Irgendwo auf irgendeiner Retro-Börse habe ich mir das wieder geholt. Und ich war nicht mehr so begeistert wie damals. Yeah! Bei GTA Online gibt es jetzt auch ein Jetpack. Oh cool, haben sie es endlich eingebaut? Ich habe bei GTA San Andreas habe ich mir das Jetpack ercheatet. Das war immer cool. Das ist wie Blast Corps, nur nicht Blast Corps. Ja, pass auf, sonst spiele ich das gleich auch noch. Aber dann wird es ja hier ein richtiger Nintendo 64 Stream. Komm, wir nehmen den jetzt. Oh komm, nehmen wir mal die dicke Tittenfrau hier. Moment. Oh, hat sie nicht ein wunderschönes Gesicht? Oh yeah. Oh yeah. Immer wieder schön. Okay. Yeah. Oh yeah. Das wäre auch ein guter Follower-Sound, oder? Als Donation-Sound, ja! Und als Follower-Sound, oh yeah! Das hätte auch was. Nein, Rüdiger. Okay, dann lass ich's. Dann lass ich's halt. Wenn alle Nein sagen. Oh, das wird nichts. Ja, egal, wir brauchen ja nur Silber. Alles andere ist egal. Dann haben wir den Birdman-Modus schon freigeschaltet. Warum sind das 100... Ich verstehe dieses Spiel manchmal. Nicht, dass ich mich nicht darüber freuen würde, aber warum sind das jetzt 100 Punkte gewesen? Die Landung war schrecklich. Oh, nee. Das muss ich echt nicht immer verstehen. Ja. Das war so richtig... Oh, yeah. Gerade die Landung. King's Nanny. Wie auch immer dahinter steckt. Perfekt. Perfekt. Okay, was zur Hölle ist eigentlich heute Abend los? Das ist ein cooler Stream. Macht heute richtig Spaß. Und der letzte Metroid Prime Stream hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, dass ich bald eine Lösung finde mit der Leitung, dass wir auch wirklich bald wieder regelmäßig streamen können, weil im Moment macht's echt Spaß. Ach ja. Diese dumme Pornomusik. Ja, es wird gleich noch schlimmer mit Pornomusik. Deswegen nehmen wir mal Ibis. Alright. Und gehen in den Birdman-Modus und fotografieren ein wenig. Natürlich im Abendrot. Hallo Wally, du kommst genau richtig, um ein bisschen zu entspannen, um die Seele baumeln zu lassen und einfach ein wenig den Freiflug über Holiday Island zu genießen. Ist es nicht wunderschön? Dieses Karussell da unten sieht auf dem Emulator ein wenig merkwürdig aus, doch davon lassen wir uns für den Moment nicht stören. Dann hat es eben psychedelische Grafiken, die uns um den Verstand bringen. Das ist alles nicht wichtig heute Abend. Heute Abend, da ist nur eins wichtig. Ruhe, Entspannung, Klarheit und Gelassenheit. Auf dass wir auch noch viele, viele schöne Stunden hier verbringen können. Und auf dass wir, bis die Sonne untergegangen ist, die letzten Sonnenstrahlen noch einmal genießen. Wunderschön. Genau so sollte es sein. So wie dieses nette Boot, welches unter sich eine entspannende blaue Aura gesammelt hat. Hallo, blaue Aura.
Was machst du denn da unter dem Motorboot? Ist es schön dort? Ja, du siehst entspannt aus. Ein wunderschöner blauer Kasten, wie ich ihn mir schöner kaum vorstellen kann. Und natürlich machen wir davon ein Foto. Unser erstes Foto für heute Abend. Nani? Tja, doch noch ist es nicht Zeit, planschen zu gehen. Denn wir haben uns gerade ebenso aus einer brenzligen Situation noch einmal gerettet. So, und weil wir gerade so schön Grafikbugs fotografiert haben, denke ich, sollten wir unserem netten kleinen Karussell dort auch nochmal einen Besuch abstatten. Was auch immer sich die Konstrukteure dabei gedacht haben. Sie waren wahrscheinlich auch absolut tiefenentspannt und haben einfach die entspannte Atmosphäre auf Holiday Island genossen. Hallo Klüger Lord, wie geht es dir heute Abend? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Komm, entspann doch eine Runde mit uns. Lass einfach ein bisschen die Seele baumeln. Wir genießen ein wenig den Freiflug über Holiday Island. Hallo Segelbootmann. Oh, dein Boot hat ein wenig Schieflage heute Abend. Das ist schade. Wie willst du denn so deinen netten Ausflug auf dem Meer genießen? So wie wir unseren Aufenthalt genießen. Hier auf Holiday Island. So, wollen wir mal schauen, ob wir diesen netten Powerstern erwischen? Natürlich müssen wir auch von ihm ein Foto machen. Oh, leider verpasst. Aber trotzdem Jubel, Applaus, Ausgelassenheit. Denn das war eine wirklich sehr, sehr schöne Aktion, Ibis. Wie du engelsgleich durch diesen Bogen hier geflogen bist. Ah, habt ihr diese wunderbare Glocke gehört? Diese Glocke, die dir anzeigt. Jawohl, Weehawk, das hast du wirklich toll gemacht. Und so fotografieren wir als letztes mal unseren netten Weggefährten Lark. Hallo Lark, wir sind dir dicht auf den Fersen. Wir werden dich gleich kriegen. Du kannst dich vielleicht verstecken, aber nicht für ewig. Irgendwann finde ich dich. Und dann wirst du von mir fotografiert. Lark, pass auf, ich komme immer näher. Jetzt wird es allmählich ein wenig gruselig, habe ich recht? Aber das ist ja auch Spooky Island. Verdammt, jetzt haben wir Lark doch aus den Augen. Bring ihn um. Ach, ihr seid cool. Ja, fotografier mal Goose, komm. Ja. Aber dann würde ich mal sagen... Landen wir einmal ganz gemütlich vor diesem Schloss. Denn mit dem Birdman ist alles möglich. Autsch. Oh je, du bist abgestürzt. Doch prüfen wir mal unsere Fotos. Nani? Danke für den Follow. Das hat jetzt super gut gepasst. Das sind alles Fotos von Blaze, genau. Das sind einfach alles Fotos von Blaze.
Das ist super. Okay, welches prüfen wir denn? Prüfen wir mal da. Oh komm. Ich hasse Emulator. Nein. Ich darf die Fotos nicht sehen. Doch, ich werde sie sehen. Ich bin schneller. Ich mache jetzt ruckzuck einen Screenshot davon. In dem Moment, wo es aufgerufen wird. Boah. Oh, das könnte sogar geklappt haben. Sollte es geklappt haben, füge ich es hier ein. Moment. Jetzt bin ich gespannt, ob das geklappt hat. Ich bin so gut. Okay, einen Moment. Moment. Ah, das. Oh, das muss ich kurz hier einfügen. Ich hab's so gut getimed jetzt. Ich habe eben doch richtig gute Reflexe. Hier, seht euch das an. Hier. Wahnsinn. Da ist es, das Foto. Jetzt können wir es doch genießen. Ach ja. Ich dachte eigentlich auch, ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, dass der Stern im Bertelsmann-Modus da ist, tatsächlich. Ich habe gedacht, der wäre jetzt nur bei Rocket Belt da. Gut. Okay, cool. Reflexhawk LP, ja. Gut, okay, jetzt ist es kurz vor 12. Habt ihr noch einen kleinen Vorschlag? Ein bisschen in den Geburtstag reinstreamen möchte ich ja noch. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Kommt jetzt Tekken. Ja, Tekken, ich habe auf die Stelle keine Playstation hier, sonst würde ich es machen. Hybrid Heaven. Hybrid Heaven. Star Wars Pod Racing. Golden Axe Warrior. Missing No Snap. Um dich auf den Geburtstag Vector Man hätte auch was, tatsächlich. Gute alte Zeit erinnert. Du bist alt. Oh, ich danke dir. Du bist steif wie dein. Deine müden Knochen krachen wie ein toter Ast im Herbst. Zähl all deine Falten, sieh gut hin, dein fünffaches Kind, du bist Okay. Hybrid Heaven, Golden Axe Warrior, das ist halt alles, Oder soll man doch auf die guten alten Zeiten bei Golden Axe Warrior noch machen? Alle mit Golden Axe Warrior noch mal für ein paar Minuten einverstanden? So den ersten Dungeon oder so können wir ja machen mal noch. Das können wir machen. Ja, komm. Dann hab ich mich mal nicht so. Ich glaube, dann machen wir Golden Axe Warrior, wenn alle einverstanden sind. Jo, kann man machen. Okay, wunderbar. Mehr will ich gar nicht lesen. Mehr Antworten will ich gar nicht abwarten. Ha! Der Rest hat Pech. Oh, ist das nicht ein schönes Bild? Kann man mal so lassen, oder? Kurz Breath of the Wild 100%. Das stimmt, das könnte man auch machen. Okay, machen wir Golden Axe Warrior.
Wieso ist das so leise? Warte mal. Okay. Öff, voll das Intro wie Undertale, genau. Gut, aber das brauchen wir jetzt nicht, die Vorgeschichte. Weil vielleicht machen wir das ja auch nochmal irgendwann als Stream-Projekt tatsächlich. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich als nächstes erstmal Ahead in Time angehen, nachdem wir mit Metroid Prime fertig sind. Aber Golden Axe Warrior kann ich mir auch immer vorstellen. Ja, okay. Gut, machen wir New Game. Und gucken mal. Natürlich nennen wir auch diesen Charakter. Nani? Nani? Fire was facing a crisis. Das ist super. Hoia! Bumba, dumba, dumba, bumba, dumba. Kein Mario World, ja. Damit muss ich auch mal irgendwann abschließen mit Mario World. Na, wie geht's euch? Wenn du nach Norden gehst, wirst du stärkere Monster treffen. Ja, ja, dido. Jo, leisten kann ich mir im Moment eh noch nichts. Aber gab's hier nicht schon irgendwo... Ne, hier kann ich noch nichts machen, genau. Na, wie geht's euch? Good luck. Dankeschön. Okay. Gut, ja, das ist... Ihr habt es sicherlich schon gemerkt. The Legend of Zelda. Aber das Bessere. The Legend of Zelda. Und das bessere Neutopia. Kann man so sagen. Muss man so sagen. Eine andere Meinung wird auch gar nicht akzeptiert. Und das ist auch direkt Ganon hier. Was sind das so Schweinebiester hier? Nicht Schweinepriester, sondern Schweinebiester. Alter. Boah, die sind aber auch echt gefährlich am Anfang. Ja. Sag ich ja. Weiß gar nicht, warum ich mich jetzt mit denen überhaupt anleg. Ach ja. Vielleicht sollten wir einen anderen Weg gehen. Gehen wir hier lang. Zwei Minuten. Oh, hör doch auf. Ich will nie alt werden. Nein, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Also werde ich jetzt heute 61. Ja. Jo, ihr gebt mir doch bestimmt noch ein Brot oder sowas. Alter, das gibt's nicht. Eine Minute. Okay, soll ich genau um 0 Uhr sterben? Das wäre genau das Richtige jetzt, glaube ich, für diesen Stream. Null Uhr sterben. Oh, sehr gut. War richtig, sich mit denen anzulegen. Hol dir lieber so ein Brot. Ja. Oh Gott, gleich ist es soweit. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werd alt.
So ein Scheiß. Oh je. Mine. Oh nein. So, werter Rüdiger, jetzt musst du ein kurzes Päuschen einlegen, damit wir dir ordentlich gratulieren können. Okay, also von mir ganz herzlichst alles Gute. Du bist ein klasse Typ, der unser Leben ein klein bisschen unterhaltsamer macht. Wir möchten dich nicht missen. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, das ist lieb von dir. Silvester für Leute, die sich nicht für Feuerwerk entschuldigen. Alles Gute zum Geburtstag. Annika, ich komme auch gleich noch auf dich zurück. Ja. Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, alter Mann. Kacken in mein Fack. Alles Gute zum 69. Höh, 69. Sehr schön. Oh, und du hast da, Volok hat ein Bild. Guck mal, was er für ein Bild hat. 31. Ey, das ist... Das ist... Das ist geil. Das ist geil. Das ist richtig geil, das Bild. Das muss ich hier, das muss ich auch noch mal kurz hier einfügen. Einen Moment. So, hier. Moment. Das mache ich natürlich ein bisschen größer. Wenn es geht, ohne Murbrev, Werbung, meine ich. So. Oh, das ist doch cool. Oh, shit. Und niemand hat einen Euro oben drauf. Ich danke niemandem. Danke für gar nichts. Nein, danke schön. 1 Euro, danke. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist jetzt alt, du alter Sack. Alter Sack, Einschaltungszeichen. Alter Sack, Einschaltungszeichen. Alter Sack, Einschaltungszeichen. Alte. Er Sack, Einschaltungszeichen. Alter 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 Sack, Einschaltungszeichen. Das geht jetzt bis zu meinem 32. Geburtstag so weiter. Alter SA. CK Einschaltungszeichen. Viel Spaß auf den Ü30 Partys Ring Einschaltungszeichen. Okay, ich danke dir. So, ich guck mal kurz in Steam rein. Was hast du? Du wirst jetzt aber nichts völlig Wahnsinniges gemacht haben, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Bin ich mal sehr gespannt. Danke für all die Glückwünsche, ihr seid toll. Das ist ein richtig cooler Stream heute. Vielen, 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 vielen Dank. Der Buchstabensalat hat Ihnen ein Geschenk. Commander Keen! Ey, Commander Keen, das hatte ich ja... Er hat mir Commander Keen geschenkt. Das ist cool. An Commander Keen hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Das ist so ein Spiel, das wurde mir auch, glaube ich, schon zigmal vorgeschlagen. Wie auch macht er, also damals noch, als ich... Darf ich das so sagen, ohne dass es wehmütig klingt, aber damals, als ich noch mehr Zuschauer hatte... Haben sich tatsächlich einige Commander Keen gewünscht, das weiß ich noch. Die Anzahl von Rüdigers Alter, die Zahl von Rüdigers Alter ist nun höher als die Anzahl F-Zero X-Piloten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin der geheime Extra-Charakter aus F-Zero. Sie sind dabei, diesen Gegenstand ihrer Bibliothek hinzuzufügen, aber irgendwie passiert nichts. Ist gerade schön am Rödeln hier. Ich lasse es mal noch nebenbei ein bisschen offen. Vielleicht funktioniert es dann. Kann man mit zusammen Dragon Ball Fighters spielen? Sobald ich mich ein bisschen eingespielt habe, sehr gerne. Muss ich mich natürlich erstmal ein bisschen einspielen, dann können wir gerne mal online spielen. Ja, aber Commander Keen, vielen, 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 vielen Dank. Das ist echt cool. Commander Keen ist cool. Steam bringt sich momentan gerne mal um. Also sobald ich es zu meiner Bibliothek hinzufügen kann, werde ich es tun. Wir wissen also, was das nächste Let's Play Stream-Projekt sein wird. Also, das kann ich noch nicht versprechen, weil eigentlich möchte ich Ahead in Time gerne machen. Aber Commander Keen könnte ich schon mal auf irgendeine Art und Weise zeigen. Ja, Steam-Spec-Geschenke haben leicht verbuggt. Das wird angenommen, hängt sich aber, es wird hinzugefügt auch. Ja, Hauptsache, es ist in der Bibliothek drin. Commander Keck. Commander Topkick. Von den Zero-Piloten kommt er hier am nächsten. Ich weiß genau, ja, Silver Nielsen, natürlich. Es war klar, dass Silver Nielsen jetzt kommt.
Schön. Gut. Wo haben wir denn die Annika? Da haben wir die Annika. So, ich gehe jetzt mal kurz in meinen Streamraum rein. In mein Boss-Office sozusagen. Und ich glaube, dann ziehe ich mir mal, wenn sie bereit ist, ziehe ich mir mal die Annika hier rein. Irgendwie. Wie kann ich denn? Kann ich jemanden aus der Liste da reinziehen oder muss derjenige erst in irgendeinem anderen Raum sein und ich kann ihn von dort aus nur reinziehen? Boss Office, das nicht mehr Boss Office heißt, weil mir langweilig war. Ich habe gerade die Mail bekommen, dass du das Geschenk angenommen hast. Währenddessen rödelt Steam immer noch, ja. Steam Tams. Sie muss in den Raum. Okay, also kann man sich nicht aus der Liste. Okay, also wenn du willst, Annika, kannst du kurz in den Alufucken 2018 Raum oder so. Oder in die AFK Lounge. Oder ich glaube, in die AFK Lounge kannst du auch rein. Genau. Irgendwo rein. Auf jeden Fall in irgendeinen Raum einfach mal draufklicken. Wo auch immer. Und dann kann ich dich hochziehen. Wenn du bereit bist. Und dann passt das. Alufucken. AFK Lounge ist klüger, ja, denke ich auch. Was ist mit mir? Willst du auch dazukommen? Willst du mir auch? Du kannst auch mit rein. Aber wo Alufucken? Ja, das war ich gewesen. Matze hatte kein Internet, wo ich das geändert habe und Manu macht sowas nicht. Ja, das war ich gewesen. Ach so, nee, weil ist klüger. Ja, ach so, ich verstehe. Ah, die Annika. Okay, gut, die ziehe ich mir jetzt. Ich klaue die mir jetzt mal kurz mal. So. Da habe ich dich. Hallo. Hallöchen. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ja. Und das, ich glaube, wir hören es so jetzt. Was? Oh, bist du jetzt rausgeflogen? Warum? Was zum Henker? Okay. Ah. Bist du grad, jetzt bist du wieder drin, oder? Ja, genau. Oh Gott, du hängst weit hinten dran beim Stream, höre ich gerade im Hintergrund. Ja, Moment. So, genau. Hab ich eben auf Pause gemacht. Mhm. So. Bereit? Ich bin bereit, ja. Bin gespannt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Rüdiger. Happy Birthday to you. Wow. Das klang richtig gut. Das klang richtig gut. Vielen Dank. Gerne, gerne. Du hast eine super Stimme, wenn ich das mal sagen darf. Richtig klasse. Ja, danke schön. Hatte jetzt auch 10 Jahre Gesangsunterricht. Ah, deshalb, okay. Nichts gegen den Moritz Fischer, der letztens für mich gesungen hat. Aber das klang jetzt echt sehr, sehr gut. Also, ja, danke, danke. Oh, eine Engelstimme, schreibt der Klügerlord auch. Sehr gut. Ja. Oh, ist, ja. Nee, klang wirklich sehr cool. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr gerne. Fast so weiblich wie die Stimme von Rüdiger. Dankeschön. Musst du gerade an das Chaos vom letzten Geburtstag, wo Matze die Leute reingezogen hat. Okay, ihr wollt Chaos? Einen Moment.
So, Chaos. Jetzt gibt's Chaos hier. Nein! So, jetzt gibt's Chaos. Jetzt gibt's Chaos und es wird noch härter. Oh ja, es wird noch viel, viel härter jetzt. Ach, ich musste gerade einfach an die eine Geschichte bei deinem letzten Geburtstag denken. Alles gut, alle möglichen reingezogen hat. Einfach alle Leute random reingeschoben, ja, das war cool. Oder die Gesangseinlage, wo wir, glaube ich, zu 10 gleichzeitig gesungen haben, dass es total schief klang. Ja. Oh, das war... Oh Gott. Oh Gott. Ui, los. Oh nein. Oh, der Scheiß kann er sich nicht entgehen lassen. Das ist wieder entspannt. Was zur Hallo, für den gerade was Reisberg wollte. Schlechte Qualität. Das hat nicht geklappt, oder? Oder hat's geklappt und ich hab's irgendwie jetzt verpasst? Er hat, also, so wie es aussieht, hat er. Hallo, Gameboy. Oh ja. Oh ja, Gameboy. Schön, dass du hier. Wie bist du hier gelandet? Alter! Hallo, Was geschieht hier? Kann man bitte, ich glaube, wir werden uns leid. Okay. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich wirklich mal verdient dafür. Ich glaube, Anufa braucht dafür mal eine Schelle. Ich bin eifersüchtig, weil er keine Spinspiel-Poops mehr reinsenden kann, bis Metroid Prime vorbei ist. Oh, das stimmt, ja. Keine Spinspiel-Poops mehr, bis Metroid Prime. Das habe ich ja so gesagt, genau. Also Moment, das heißt, Metroid Prime wird nie fertig? Vielleicht. Ups, wir brechen Metroid Prime ab, damit nie wieder Spinspiel-Poops kommen. Bedankt euch bei Alufe. Hab ich dich gemutet? Kann eigentlich gar nichts. Nein, hast du nicht. Gruselig. Weil ich habe jetzt aber wirklich tatsächlich nichts gehört, was er reingespammt hat. Es war einmal das Powerflash, der Powerflash-Theme. Okay, warum höre ich das nicht? Vielleicht gehst du mal mit Restklick auf ihn, vielleicht hast du ihn wirklich den Lautstärkebalken runtergestellt auf 0. Nutzerlautstärke ist in der Mitte. Oh. Stummschalten ist irgendwie auch nicht. Ich verstehe nicht. Irgendwie konnte ich ihn nicht hören. Das ist sehr mysteriös. Verbindungsfehler kann mal passieren, Technik halt. Sehr komisch. Okay, aber auf jeden Fall, Alufi, ich habe dich nicht gemutet. Ein Fall für Galileo Mystery. Da. Oh, es stecken bestimmt die Illuminaten wieder dahinter. Ich glaube, da muss Marcel Davis vorbeikommen. Ja, vielleicht. Weil Alufe war jetzt wirklich nicht existent hier bei mir im Stream gewesen. Das stimmt, ja. Er ist einfach nicht da. Im Chat ist er also nicht so. Nee, im Chat ist er auch nicht. Ich glaube, Alufe ist ein Dreieck. Er ist das Illuminati, also ob er nur für Menschen Leute existent ist. Der Buchstabe A sieht doch auch so ein bisschen wie ein Dreieck aus, also. Sehr gut, klüger Lord. Nein, der Buchstabe A beinhaltet ein Dreieck. Ja, genau. Stimmt. Ja, Alufe, du kannst dich natürlich auch auf Nicht-Alufe einloggen, dann bist du wirklich nicht der echte Alufe. Ich hab mir schon überlegt, ob ich den Account Nicht-Nicht-Alufe mir holen soll. Warum nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Alufe? Irgendwann verliert es den Spaß, wenn es zu viele Verneinungen sind. Der Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Alufe? Ja, genau, der Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Alufe. Aber ist das nicht Alufe? Ist das nicht Alufe? Nicht Alufe! Was jetzt? Ich könnte auch den Nicht-Nicht-Alufe-Bot machen, der die ganze Zeit sagt, dass er nicht Alufe ist. Das ist auch eine gute Idee.
Aber wir haben doch schon den Bot, der an Sergentrix Schellen verteilt. Das stimmt. Oh. Das ist der beste Bot von allen tatsächlich. Warte, Moment, du bringst mich gerade auf eine Idee. Soll ich zu einem Geburtstagsbot umfunktionieren, kurzerhand? Oh Gott. Hier ist das Kommando zu dem Bot. Der ist nicht drin. Den muss ich immer mal starten. Ja, ne? Und jetzt der Freund. Ist nicht mal kinderfreundlich. Ja. 50% der Lufe, 50% nicht der Lufe. Fuck. Hallo Voluk. Hallo Voluk. Hallo Voluk. Moin. Hallo. Das war schön. Hallo. Rüdiger. Oh. Ja? Ah, ist dir schon mein Name aufgefallen? Moment, ich hab noch nicht Reihe. Okay. Meiner. Bläh. Ich hab mal auf Wein geschaut. So, jetzt hast du mit auch deinen genauen Moment erreicht. Ah ja. Bläh, es ist wirklich echt gut. Das ist quasi mein Kosmos-Geschenk an dich. Nusssalat finde ich persönlich auch sehr gut. Und Knaubläh ist auch gut. Ja. Sonst... What the fuck? Leon, what the fuck? Nicht Rumpfluss und Elko. Nicht Rumpfluss, sonst wird er noch von Twitch gesperrt. Achso. Ich sag, what the fuck? Fuck, verdammt. Auf Leute zu verfluchen. Was passiert hier? Ich hab gehört, Voodoo soll ganz schlecht sein. Das ist Voodoo. Also stimmt, Voodoo ist echt schlimm, vor allem wenn es von einer alten Lady ist. Oh Gott. Impa? Oh Gott, nein, nicht die Voodoo Lady. Impa? Und wie? Es kann sich nur um Impa handeln. Impa? Ich find's gerade ein bisschen schade. Ich hab meine Freundin vorhin gefragt. Ist nicht Zelda? Ich hab meine Freundin vorhin gefragt, ob ich dich vielleicht einfach mal so aus so vorne gucken soll, sagt, dass er noch nicht geantwortet. Das heißt, er schläft wahrscheinlich schon. Aber oh. Wer schläft denn um diese Uhrzeit? Gott. Seid kein Netz. Seid aktuell überhaupt kein Netz. Ah. Aber jetzt hat's aktuell deine Leitung doch wieder ganz gut gehalten. Gott sei Dank, ich hab echt schon das Schlimmste befürchtet, wo das während der Retro-Musik so arg gehangen hat. Ich war, wie gesagt, nur so für 20 Minuten weg. Bin lustigerweise genau zum Birdman wieder eingejoint. Sehr gut, das ist natürlich optimal. Birdman ist sowieso das Wichtigste. Genau. Birdman is love, Birdman is life. Und natürlich Bursley. Bursley. Bei Bursley hat es leider auch ein bisschen gehangen dann hin und wieder. Das war auch ein bisschen schade, aber. Boah, aber es ging. Ja. Das war. Okay, der Bot ist also jetzt doch anwesend. Ihr könnt alle übrigens den Geburtstagshawk mal reinbringen. Es kann nur sein, dass er dann halt nicht immer schreit, weil Twitch regeln und 30 Sekunden das gleiche schreiben und bla, aber. Ja. Au! 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 Er tötet mich! Ja, wahrscheinlich sagt er so. Gott sei wahrscheinlich Dank. Kommt so dieses 30 Sekunden, darfst du nicht das gleiche schreiben, aber. Ach so. Geburtstagshawk? Oh Gott, was passiert jetzt? Ah, der Nexus. Oh, der ist ja voll lieb. So, und jetzt soll der Sergentrix aber nochmal eine Schelle verpassen. Nein, war Spaß. Doch, es geht rüber. Finde ich gut.